Auch ich begrüße euch ganz herzlich an diesem Sonntagmorgen. Und ich will die heutige Predigt etwas ungewöhnlich einsteigen, nämlich mit, weiß nicht, ob das ein Märchen ist, aber ich nenne das jetzt mal so. Das ist eine Geschichte, die sich nicht so zugetragen haben muss, aber die uns etwas lehrt. Und diese Geschichte erzählt uns, dass da war ein junger, wissbegieriger König. Und dieser König beauftragte seine Gelehrten, alles Wissen zusammenzufassen, alles Wissenswerte irgendwie in Büchern zusammenzuhalten. Und die Gelehrten machten sich dann mit großem Eifer an die Arbeit heran. Und sie schufteten und sie arbeiteten und sie forschten. Und nach 40 Jahren hatten sie das ganze Ergebnis, alles Wissen der Menschheit in 1000 Bänden zusammengetragen. Nun, der König war in 40 Jahren schon etwas älter geworden, er war 70 zu der Zeit und er sagt dann zu seinen Gelehrten, 1000 Bände kann ich nicht mehr lesen, das schaffe ich nicht. Also kürzt das Ganze noch einmal zusammen in einem Buch. Nun, die Gelehrten machten sich wieder an die Arbeit, sie fassten das Ganze noch einmal zusammen und brachten dem König schließlich nach einigen Jahren das eine Buch, wo alles zusammengefasst war. Das Problem war, der König lag hier bereits im Sterbebett und er sagte, ich schaffe es nicht mehr, ein Buch zu lesen, sagt mir in einem Satz, was die Zusammenfassung des ganzen Wissens ist. Und der Vorgesetzte der Gelehrtenkommission, der fasst das Ganze dann zusammen und sagt zu dem König, sie lebten, sie litten, sie starben. Und was zählt und überlebt, ist die Liebe. Nun, der heutige Text, den wir bereits gehört haben in der Einleitung aus Prediger Kapitel 12, der ist so etwas wie eine Zusammenfassung der Zusammenfassung. Ganz am Ende des Predigerbuches fasst Salomo das Ganze vom Predigerbuch noch einmal zusammen. Es ist sozusagen ein Nachwort, ein Schlusswort, wo noch einmal auf den Punkt gebracht wird, worum es eigentlich geht. Und er sagt, wir haben den Text gehört, fürchte Gott und halte seine Gebote. Ich weiß, wenn man den Text so liest, wenn man den Text so hört, da meinen einige, die Hauptaussage dieses Abschnittes sei Vers 9, wo, nicht Vers 9, das ist ein bisschen später, Vers 12 ist das, Entschuldigung, Vers 12, wo er sagt, das vielen Büchermachens ist kein Ende und das viel Studieren ermüdet den Leib. Ja, das erfahren ja wir immer wieder. Ja? Wir sind jetzt gerade dabei, Kolleg abzuschließen, die Tesseros haben die letzte Woche Unterricht gehabt und sie sagen, genau das ist das, was wir erleben, Tag für Tag. Ja? Mit all den Hausaufgaben, Prüfungen und so, was die Lehrer so alles von uns erwartet. Wir sind so müde und so satt von all dem. Das hat Salomo wunderbar auf den Punkt gebracht. Nun, darum geht es leider mal nicht. Salomo will nicht sagen, dass Bücherschreiben etwas Böses ist. Er will nicht sagen, dass Studieren, Lesen etwas Schlechtes sei, sondern was er damit sagen will, es ist egal, wie viel mehr ich schreiben würde, wenn das Predigerbuch, das hat ja 12 Kapitel, wenn das Predigerbuch auf 20, 30, 40, 50, 60, 100 Kapiteln hätte, es wäre immer noch dasselbe Resultat am Ende. Nämlich, fürchte Gott und halte seine Gebote. Darauf kommt es drauf an. Das ist die Zusammenfassung. Das ist das Wesentliche. Die Summe aller Lehren. Gottesfurcht, liebe Gemeinde, ist das Ziel des Prediger. Gottesfurcht ist das Ziel von allem Guten, was wir im Leben erleben. Salomo macht das immer wieder deutlich im Buch. Wenn du etwas Gutes erlebst, wenn es dir jetzt gut geht, heute, du bist gut aufgewacht mit guter Laune, dann genieße diesen Tag, danke Gott dafür und vergiss nicht, Gott zu fürchten. Aber das ist doch das Ziel von den schlechten Tagen, die wir erleben. Wenn wir Unergründliches durchmachen, wenn wir Schweres im Leben durchmachen. Zum Beispiel sagt er in Kapitel 7, Vers 14, am Tag des Glücks sei guter Dinge. Und am Tag des Unglücks bedenke, auch diesen hat Gott ebenso gemacht wie jenen. Alles
alles, was in unserem Leben passiert, sei das Gutes, sei das weniger Gutes, dient dazu, dass wir an Gott denken sollen, dass wir ihn fürchten. Aber was ist Gottes Furcht? Bedeutet das, dass wir Angst haben sollen vor Gott, dass das mit Schrecken zu verwechseln sei? Absolut nicht. Ganz klar, die Gottlosen, die werden sich fürchten. Das heißt, die werden Angst haben. Die werden bei der Erscheinung des Herrn Jesus Christus, wenn er wiederkommt. Aber hier hat die Furcht nichts mit Angst zu tun. Sondern Salomo erklärt selber, was der Inhalt der Gottesfurcht ist. Nämlich, halte seine Gebote. Fürchte Gott und halte seine Gebote sind also nicht zwei Dinge, zwei unterschiedliche Dinge, die er hier aufzählt, sondern mit dem zweiten, halte seine Gebote, erklärt Salomo das erste näher, nämlich was es bedeutet, Gott zu fürchten oder beziehungsweise wie wir das tun können, Gott zu fürchten. Und die Antwort ist, indem wir seine Gebote halten. Das ist Gottes Furcht. Darin besteht, dass wir Gott fürchten, nämlich dass wir nach seinem Willen trachten. Und jetzt erklärt Salomo in den weiteren Versen, warum wir Gott fürchten sollen, beziehungsweise warum wir seine Gebote halten sollten. Und er sagt zunächst einmal, das Wort, die Gebote sind zuverlässig und vollkommen. In Vers 10. Aber dann sagt er weiter in Vers 11, dass das Wort, die Gebote, wirksam und kräftig sind. Und er macht das mit einem Bild klar. Ich lese uns noch einmal Vers 11. Die Worte der Weisen sind wie Treiberstachel und wie eingeschlagene Nägel die gesammelten Sprüche. Die Worte der Weisen sind wie Treiberstachel. Die Treiberstachel ist eine Metallspitze vorne am Hirtenstab. Und sie dient dazu, Tiere anzutreiben. Wir würden vielleicht sagen, das ist eine Pech. Und die Aussage ist, die Bibel lenkt dich dorthin, wo es richtig ist. Das tun die Gebote Gottes. Dich nämlich dahin bringen, wo Leben ist. Aber die Bibel will uns auch motivieren, dass wir nicht stehen bleiben, sondern dass wir vorwärts kommen. Sie piekst uns. Sie weist uns zurecht, wenn wir auf falschen Wegen sind. Dann lenkt sie uns wieder ein auf richtige Bahnen, aber sie treibt uns auch vorwärts, dass wir im Leben nicht stehen bleiben und einfach nur die Arme überkreuzen und sagen, wenn das das Leben ist, dann warte ich, bis ich ein besseres bekomme. Mit anderen Worten gesagt, Heiligung. So könnten wir das auch beschreiben, diesen Treiberstachel. Die Worte dienen dazu, uns vorwärts zu bringen, und dass wir auf richtigen Wegen gehen, sagt Salomo. Aber sie dienen nicht nur der Entwicklung, sondern im selben Vers, Vers 11, sagt er, sie sind wie eingeschlagene Nägel. Das heißt, das Wort, die Gebote dienen der Fixierung, der Befestigung. Eingeschlagene Nägel sind ein Bild für Standhaftigkeit, für Zuverlässigkeit. Daran können wir uns anhängen. Das wird nicht niederreißen, sondern das bleibt bestehen. Gottes Gebote zu kennen, Gottes Gebote zu tun, schenkt uns also Frieden, Festigkeit, Orientierung im Leben. Und wenn das der Fall ist, liebe Gemeinde, wie viel mehr sollten wir dann in diesem Wort abtauchen? Das heißt, darin forschen. Das ist die Grundlage. Das treibt uns, das gibt uns Standhaftigkeit, weil das sind Worte des einen Hirten, sagt Salomo. Übrigens, darum legen ja wir auch Sonntag für Sonntag hier das Wort aus, nämlich das Wort Gottes. Es gibt Bibelstunden, es gibt Hauskreise, hier wurde ich noch zum Abschluss der Hauskreise eingeladen, es gibt Jugendstunde, es gibt biblische Fächer, die unterrichtet werden und so weiter, es gibt Anleitungsbücher. So viele Möglichkeiten, die wir haben, das Wort Gottes zu studieren, einsam und gemeinsam. Ist das einfach? Salomo selber sagt ja,
dass das Studieren den Leib ermüdet. Also einfach ist das nicht. Es ist Arbeit. Aber es ist Arbeit, die sich lohnt. Es gibt einen amerikanischen Pastor, Tony Evans, der hat mal gesagt, für viele ist die Bibel wie die Königin von England. Sie ist zwar offiziell die höchste Autorität, hat aber in Wirklichkeit nichts zu sagen. Für viele ist die Bibel wie die Königin von England. Offiziell die höchste Autorität, aber in Wirklichkeit hat sie nichts zu sagen. Ist das bei uns manchmal auch der Fall? Natürlich würden wir sagen, wir vertrauen dem Worte Gottes. Natürlich würden wir sagen, das Wort ist die Grundlage. Natürlich würden wir sagen, dass das gut ist, die Gebote Gottes zu halten. Natürlich würden wir sagen, dass das Wort uns Standhaftigkeit gibt. Aber die Frage ist, ist das nur das offizielle Statement oder ist das auch tatsächlich der Einfluss, der hinterbleibt in unserem Leben? Die Frage ist nicht nur, was sagst du und was glaubst du, sondern die Frage ist auch, wie lebst du? Denn dadurch zeigen wir die Gottesfurcht. Es ist fundamental wichtig, dass wir lehren und daran festhalten, dass die Bibel irrtumslos ist, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass die Bibel das Fundament unseres Lebens ist. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber ebenso wichtig ist es auch, dass wir dann das ausleben, das, was wir glauben. Dass wir uns nach diesem Wort richten. Denn danach und dadurch zeigen wir Gottesfurcht. Setze ich das um, was die Bibel mir sagt. Und ich mache uns allen Mut, dass wir uns anhand des Wortes Gottes prüfen. Und das spielt keine Rolle, ob wir bereits länger im Glauben stehen oder nicht. Welchen Einfluss hinterlässt das Wort Gottes in meinem Leben? Ist das einfach etwas, was ich rationalisiere, einfach mit dem Verstand aufnehme, oder ist das etwas, was ich in die Tat umsetze? Ich komme zum Schluss und will aber doch etwas hinzufügen, nämlich ein Zitat von einem Erweckungsprediger, John Wesley. Dieser Prediger, der viel gewirkt hat, der hat mal eins gesagt: Gib mir 100 Männer, die nichts fürchten außer der Sünde und nichts verlangen außer Gott, und ich werde die Welt erschüttern. Gib mir 100 Männer, die nichts fürchten außer der Sünde und nichts verlangen außer Gott, und ich werde die Welt erschüttern. Wesley hat erkannt und ist überzeugt davon gewesen, dass es im Leben auf zwei Dinge drauf ankommt. Nämlich, das eine ist, Gott zu fürchten, ein Verlangen nach Gott zu haben, und das andere ist, auf seine Gebote zu hören, sie zu befolgen, nämlich die Sünde zu meiden. Ich weiß nicht, wo du stehst im Leben. Ich weiß nicht, ob du gute Tage hast. Ich weiß nicht, ob du schlechte Tage hast. Aber ich weiß, jede Situation, so sagt Salomo, jede Situation, die wir erleben und durchmachen, soll dazu führen, dass wir in jeder Minute, jeder Stunde und an jedem Tag uns von diesem großen Gott abhängig wissen und ihm zur Ehre leben. Wollen wir gemeinsam beten? Vater im Himmel, durch deinen Sohn Jesus Christus kommen wir zu dir und danken dir, dass du uns diese Festigkeit geschenkt hast, diese Zuverlässigkeit, die Vollkommenheit, die Wahrheit durch deine Gebote, durch dein Wort. Und indem wir uns danach richten, indem wir dieses ausleben, sagt Salomo, haben wir Gottes Furcht. Und das ist das, was letztendlich zählt. Darauf kommt es drauf an. Dies ist das Endergebnis, sagt er, des Ganzen. Die Zusammenfassung der Zusammenfassung. Schenk uns die Kraft, dass wir dich fürchten, dass wir deine Gebote halten, dir zur Ehre, dass wir erkennen, was das Wesentliche im Leben ist, was dran ist,
und dass wir erkennen, egal ob wir Gutes oder weniger Gutes erleben, jede Sekunde, jeder Augenblick dient dazu, dass wir uns abhängig wissen von dir. Die guten Tage dürfen wir genießen, aber an den schlechten Tagen sollen wir nicht vergessen, auch diesen hast du geschaffen. Leite uns weiter, wenn wir darüber nachsinnen, und schenke uns die Kraft deines Geistes. In Jesu Namen. Amen.